Jetzt. Ja, hallo liebe Freunde von Mühlberg News. Hier sind wir wieder. Ich stelle vor, mein neuer Partner hier, Bruno. Und ja, wir sind hier an einem speziellen Ort. Ich sag nicht wo, aber ihr seht ganz bestimmt. Ist der schlecht oder was? Hey, gut. Aber ihr seht ja wo. Okay, und ich möchte gleich loslegen. Heute gibt es ein paar spezielle Mühlberg News, muss ich sagen. Ich fange an. Ihr seht, ich habe eigentlich hier nur mein Handy, keine Nachrichten drauf. Speziell zum Bürgerverein Mühlberg. Wir haben im Vorstand beschlossen, dass wir alle Festlichkeiten im Moment absagen. Also wir wissen nicht, zum Beispiel, ob unsere Jahreshauptversammlung stattfinden kann, die ja für Ende April geplant war. Wir wissen nicht, ob am 30. April, ob wir da Maibaum stellen können. Also wir wissen eigentlich noch gar nichts. Das MÜFI wurde abgesagt am 9. Mai, findet leider nicht statt, aber es geht nicht anders. Auch unsere Bürgerstunden, das heißt mittwochs von 18 bis 19 Uhr, fallen im Moment weg. Ich hoffe, ihr habt alle Verständnis dafür, aber es geht im Moment leider nicht anders. Ja, was gibt es noch zu sagen? Es gibt noch, eigentlich gibt es sehr viel zu sagen. Das, was wir uns wünschen würden, auch vom Bürgerverein, ja, zum Beispiel, dass die Leute weniger Bahn fahren. Ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann fahrt mit dem Fahrrad von mir aus oder fahrt mit dem Auto. Aber liebe KVV, ich möchte euch nicht schaden, aber im Moment mit der Bahn zu fahren ist eine Katastrophe. Die Bahnen, die Zeiten haben sich verkürzt, das heißt, sie kommen fast nur alle 20 Minuten. Natürlich fahren dann mehr Leute mit und das sollen wir ja nicht. Also bitte Leute, wenn es geht, weniger mit der Bahn fahren und steigt aufs Auto um. Ich weiß, manchem tut das weh, wenn ich das sage, aber es ist sehr, sehr ernst gemeint. Was ich auch ernst meine, ist die Tatsache, dass anscheinend, ich weiß es nicht, die Menschen es immer noch nicht verstanden haben, was hier in unserem Land gerade los ist. Wir haben hier einen Virus, ja, und das ist kein einfacher Virus, das ist keine Influenza, ja. Es ist ein Virus und es ist gefährlich. Leute, in Italien sterben über 500 Menschen am Tag, ja. Da werden Menschen allein im Krankenhaus ja, sterben. Und warum? Weil es darf niemand zu ihnen rein. Und wir feiern hier, ja, wir feiern hier Corona-Partys. Ist euch eigentlich klar, was wir hier machen? Nein, es ist euch nicht klar. Leute, bleibt zu Hause. Wenn ihr zur Arbeit müsst, geht an die, zur Arbeit und dann geht gleich wieder nach Hause. Ihr könnt einkaufen gehen, spricht nichts dagegen, aber dann geht wieder nach Hause. Macht keine Feste, trefft euch nicht mit Freunden. Es muss doch die Möglichkeit da sein, für 2 Wochen mal zu verzichten oder auch 3 oder 4 Wochen. Aber dass es uns dann allen gut geht. Also mehr kann ich jetzt zu diesem Corona nicht sagen, weil wahrscheinlich, ihr wisst es ja und es wird ja jeden Tag darüber berichtet. Also Leute, haltet euch bitte dran. Was ich auch ganz schlimm finde, dass irgendjemand noch erfunden hat, ja, oder ein Gerücht, dass hier ja, unsere Lieblinge, dass die das Coronavirus auch übertragen. Und jetzt bringen doch tatsächlich Leute ja, die Tiere ins Tierheim. Wie... Ja, okay. Wie dumm seid ihr eigentlich? Ja. Oder ist das nur eine Entschuldigung, um euren Vierbeiner loszuwerden? Also ich finde es nicht ganz toll. Ich würde ihn hier nicht abgeben, gell, Bruno? Ja. Und normalerweise darf er nicht auf die Couch, nur zur Information, wir machen heute eine Ausnahme. Ja, liebe Leute, in Mühlberg haben die Läden zu, das wisst ihr. Manche Gaststätten dürfen von 6 Uhr bis 18 Uhr offen lassen. Das ist auch okay, solange es das Gesetz zulässt. Wenn wir nächste Woche alle zu Hause bleiben müssen, dann dürfen wir uns bei denen bedanken, die es nicht verstanden haben. Und bitte hört auf, das Klopapier zu kaufen. Also jetzt reicht's irgendwann mal, okay? Gut. So, ja, was gibt es noch? Es gibt nicht viel zu berichten, weil das Thema ist eigentlich das Hauptthema im Moment
und was anderes ist auch nichts los, nicht los in Mühlburg. Ich werde jetzt sagen, ich würde sagen, andersrum, wir hören jetzt einfach auf. Hat ja eh keinen Wert mit dieser Krise, die wir haben. Ja, alles gut, ja. Und ich möchte euch nur noch mal sagen, bitte bleibt gesund, haltet euch an die Empfehlungen, was euch die Stadt Karlsruhe oder das Land gibt. Und nach der Arbeit geht nach Hause. Es ist wirklich ernst gemeint, bleibt mir gesund. Das Wurstelwetter möchte ich trotzdem noch sagen. Leider fängt es am Wochenende an zu regnen. Und dann bekommen wir tatsächlich fast schon wieder Aprilwetter. Es wird kühler, es wird regnen. Also der ganz normale Wahnsinn. Ja, das war's für heute, würde ich sagen. Was sagst du? Alles gut? Ja, okay. Er hat gesagt, es ist gut. Also, liebe Leute, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich hoffe dann mit normalen Mühlburg News. Ich sage tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Sag mal ciao.